Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 88. Schlafen wir doch erstmal. Ja, wir versuchen noch die Ecke da oben irgendwie auszunutzen. Hier oben gibt es eine Ecke. Nein, noch eine höher. Die könnte man vielleicht noch irgendwie ausnutzen. Diese hier meine ich. Ah, das wird knapp. Das wird knifflig. Ich glaube, dafür ist das nicht gedacht, dass man hier noch rausbaut. Ja, okay, wir bekommen hier einen Versorgungsgang oder einen Innenbereichgang. Den bekommen wir hier noch dran. Aber der ergibt dann ja auch nicht so viel Sinn. Ich meine, so eine kleine Lagerstätte dort, ja, hat was. Kann man auch machen. Muss man nicht, aber kann man. Also wenn überhaupt, das Teil hier, da könnten wir hier nochmal ein Stück rausgehen eventuell. Das wär's. Schön wär's natürlich, wenn wir hier ganz nach oben noch kommen würden. Über diese Stahlträger. Aber Moment, das können wir doch gleich mal austesten, ob da überhaupt irgendetwas platztechnisch hinpasst. Ja, könnte. Könnte passen da oben drauf noch. Nur wie kommen wir da rauf? Da müssten wir das ganz anders machen hier. Treppe. Und zwar so eine hier. Ja, ich sehe schon. Runterfallen wollen wir nicht jetzt. Ja, und jetzt? Das bringt... Oh, das gibt Ärger. Wenn das der Meister sieht. Oh Mann, ja, das geht nicht. Ich glaube, das können wir gleich vergessen, oder? Es könnte. Moment, ich habe da noch eine Idee. Vielleicht... Wenn wir hier noch einen Boden hinsetzen, können wir nicht. Also gut, kein Boden hier, kein Boden dort, vielleicht ein Boden hier und dort. Ja, aber wir bekommen das hier ja dann nicht zu. Also selbst wenn wir hier jetzt drauf kommen würden. So. Ich schreibe ein Lied über die Aufseherin. Ich brauche einen Reim auf. Toll. Ich weiß was. Superspitzen, toll. Ja, und dann sind die Lampen in meinem Wege. Ja, vielleicht kommen wir auf der anderen Seite hoch irgendwie, auf der da. Hier denke ich, hat das jetzt keinen Sinn. Den Raum, ja, den könnten wir, wie gesagt, hier mit so einem Versorgungsgang hier noch ausnutzen. Sowas wird hier schon noch hinpassen. Also hier. Moment mal, wenn das passt. Toller Wort. Mann, es juckt mich so. Könntest du... Du weißt schon. Ah, das ist knifflig. Nein. Das Einzige, was hier geht, ist wirklich dieser Versorgungsgang. Mit Fenstern vielleicht? Und den dann gleich vorne zu kitten. Ja, so. So kann man dann schön nochmal außen gucken, wie das hier aussieht. Na gut,
anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit, dass man den Platz hier noch nutzen könnte. Wir müssen natürlich stützen, sage ich immer. Stützen, stützen, stützen. Ohne Stützen fällt alles in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Also, das machen wir später, wenn wir den Bereich hier fertig haben. Aber darum geht es ja jetzt eben, diesen Bereich hier fertig zu bekommen. Den Atriumbereich am Eingang hier direkt. Ja, dann müssen wir eben das wieder aufbauen, wie wir das hatten hier. Da, mit solchen Teilen. Wie wir sie vor uns sehen dort. Höher geht's also nicht. Wir haben alles probiert. Sage ich mal, vielleicht hat es ja doch jemand geschafft, den Platz noch auszunutzen. Ja, das soll jetzt erstmal reichen. Nach hinten brauchen wir ja nicht weiterzubauen. Jetzt kommt hier oben also ein Dach drauf. Da nehmen wir doch gerne diese Teile. Würden wir gerne nehmen. Aha. So sieht's also aus. Wir haben hier ein bisschen falsch rumgebaut. Moment. Das wieder raus. Ja. So klappt das aber. Und jetzt so. Na komm. Ja, so weit, so gut. Das schmeckt köstlich. Damit man auch ja sieht hier durch das Fenster, dass da unten die Stütze fehlt, machen wir da ein Fenster hin. Ja, wir sind doch fast schon durch hier mit unserem Konstrukt. Oh, mit dem Aufzug. Ja, den Aufzug müssen wir wohl wieder rausnehmen hier. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ein Bunker gerne oben so ein Luftloch da lässt. Ah, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber gut, gehen wir erstmal weiter rum hier. Und dafür brauchen wir erstmal Böden, Böden, Böden. Das wird knapp. Hier ist schon oben die Decke. Das wird nicht klappen. Aber hier. Ach, ja, das. Die Aufseherin hat uns im Blick. Ich weiß, irgendwie unheimlich, oder? Ich bin nicht unheimlich. Das wird so auch nicht klappen. So, dann haben sie es da unten auch schön gemütlich dunkel. Schon mal. Und wie gesagt, so weit werden wir wahrscheinlich hier gar nicht kommen. Die müssen alle wieder raus, höchstwahrscheinlich. Müssen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Aber erstmal möchte ich hier nicht gerne runterfallen.
So weit kommen wir nicht. Wenn wir Glück haben, werden wir es hier noch schaffen, irgendwie da höher zu kommen. Hier schon glaube ich eher nicht. Oha. Ja, dann fallen wir schon mal nicht runter und das ist schon ganz gut so. Und jetzt geht es doch nur noch darum, den Platz hier möglichst sinnvoll zu nutzen. Ja, die Platte will nicht. Aha. Ja gut, wie das aussieht, können wir hier noch ein wenig raus. Das hier wird nicht passen. Das ist wieder diese Ecke im Wege. Da sparen wir uns das mal, das auszuprobieren. Und hier... Ja, gut. Das könnte man ausprobieren. Ja, das passt ja auch nicht. Das ist das höchste der Gefühle an dieser Stelle, okay. Ja, man könnte natürlich noch was machen, damit man hier außenrum so herlaufen kann. Einen Moment, liebe Welt. Das muss auch mal sein. Die Maus, das Mäuschen, braucht Energie. Nicht wahr? Aber ich würde nicht tauschen wollen. So. Und, habe ich was verpasst? Ich fürchte nein. Ich denke nein. So. Also hier kommen wir nicht weiter in die Ecke rein. Haben wir ausprobiert, klappt nicht an dieser Stelle. Das alles wird hier nicht möglich sein. Das heißt, die können alle wieder raus hier. Gefährliches Loch hier. Warum ist hier so ein Loch? Was haben wir hier gemacht? Ja, da kann auch an dieser Stelle schon mal ein Dach rein, so eins. Ja, ich tippe mal auf eine Innenecke oben. So. Dann können wir nämlich unten die Säule dann verlängern wahrscheinlich. Hoffe ich. Ja, und hier müssen wir jetzt sehen, dass wir das weiterbauen. Dass wir die Ecke hier zubekommen vielleicht. Ja, da haben wir doch schon wieder Platz hier gewonnen. Das finde ich gut. Moment, das war doch richtig. Wenn hier die Decke reinkommt, dann muss hier der Boden rein. Dieser. Und jetzt eben die Decke. Aha. Das gleiche Problemchen wie vorher, der Boden muss nachher rein. Erstmal das und jetzt der Boden. Nicht, dass wir da so ein Fallloch haben und so eine Falle hier gebaut haben. Ja, und weiter geht's dann hier. Und da müssen wir jetzt überall die Teile wieder rausnehmen. Naja, das war ja jetzt nur um mal zu gucken.
Und es passt. Ja, und wir haben sogar ein bisschen Licht hier oben. Wie schön. Nur nicht da reinfallen. Das ist unser Plan. Und vielleicht können wir ja ein Fenster machen noch. Irgendwo haben wir doch auch diese Fensterteile für oben. Ja, da kann man bestimmt gleich was machen. Okay, das war's erstmal an der Stelle. Da gucken wir gleich weiter. Und hier... Wo war das mit dem Licht? Oh, genau in der Mitte. Tja gut, machen wir hier zum Guckloch rein? Oder hier? Irgendwie ist beides das gleiche. Beides düster dahinter. Nehmen wir aber dieses hier, da sieht man das Lämpchen da hinten an der Wand. Das ist kein Fenster. Das ist eine Tür. Okay, wo ist das Fenster? Hier ist das Fenster. So, dann eben. Ja, runterfallen wir hier nicht so schnell. Okay. Genau. Ja, das müssten wir aber doch hier reinbekommen jetzt. Zauber. Oh, nein. Doch, es passt. Ja, das muss dann offen bleiben. Am Fenster passt das nicht mehr. Och, jetzt ehrlich, das war als Scherz gemeint jetzt. Das war nicht ernst. Na also. Ja, und hier soll hier schon eine Ecke hin. Ja, muss sogar. Eine Ecke, was anderes passt hier gar nicht. Moment, wenn das andersrum hier passen würde, dann können wir das vielleicht hier doch auch noch wieder anders machen. Ja. Und geht's noch weiter? Ah, es sieht nicht so ganz danach aus, als könnten wir hier noch rumkommen. Nein, das... Ja, da sind oben die Felsen eben im Wege. Okay. Was erzählen die da unten? Klopf, klopf. Die haben Hauptsache, sie haben ihren Spaß. Das ist doch schon mal gut. Ich habe Brahmine hier schon lange nicht mehr Moon gehört. Mö. Nein, ich bin kein Brahmin. Nicht, was ihr denkt jetzt. Oh, fall da nicht runter. Wir brauchen dich noch. Was hat sie denn auf für eine Melone? Das ist unsere gutste Barkeeperin ist das. Okay, wie man sieht, hier geht auch nichts mehr. Der Felsen stört, also ist diese Reihe leider hier
zu viel. Und hier müssen wir dann eben, ja, das auch rausnehmen erstmal, damit die anderen reinpassen. Also, kommt das hier jetzt dran? Haben wir hinter uns irgendeine gefährliche Tiefe? Im Moment nicht. Das passt nicht. Warum passt das nicht? Warum nur? Warum passt das hier nicht? Das muss doch... Es passt nicht. Wir müssen noch weiter rein. Okay, dann kommt hier halt eine Ecke hin. Ecke, Ecke, Ecke. Da ist die Ecke. Also gut. Na, das sieht so aus hier, ja. Man kann hier nicht ganz bis da hinten bauen. Hier vielleicht wieder etwas rausgehen. Ja, okay. Moment, muss dann nicht dieses Eckchen hier auch weg? Ja, da muss ein anderes hin, aber das können wir später noch machen. Ah, was man gleich machen kann, das sollte man auch gleich machen, oder? Oh nein, sag nicht, das passt auch nicht. Weil das dein Wege ist. Genau. Ich will ja nicht angeben, aber es gibt Gerüchte, dass ich der nächste Aufseher werde. Wenn das passiert, hau ich ab ins Ödland. Wie nett. Wenn das passiert, hau ich ab ins Ödland. Mann, Mann, Mann. Ja, warum sieht das für mich so aus, als könnte man hier doch weiter bauen hier raus? Kann man doch auch. Das geht? Okay, ich will keine Gerüchte verbreiten. Aber hast du von den Dingen gehört? Nein. Ist das so das Dingsbums? Ich glaube, nein! Oh ja, zum Glück. Ich glaube, die so lange hier unten eingesperrt sind die. Also das mit dem Ding ist gut. Ja, das Ding? Nein. Was meinst du? Ach da, sowas wie das Dingsbums. Ah ja, okay. Ah ja, doch, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, eine Versammlung hier. Geheime Versammlung. Ja, warum sieht das für mich denn immer noch so aus, als könnte das auch hier so hinpassen? Das hat aber doch vorhin nicht gepasst, meine ich. Deswegen haben wir ja die Ecke dorthin gebaut. Das haben wir ausprobiert vorhin, das hat nicht gepasst. Da muss hier dann weitergebaut werden. Ja, wir können wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie ein Stückchen rausgehen hier. Ach was. Sag bloß, das passt hier nicht hin. Ah ja, okay, dann hätte das mit der Ecke auch gar keinen Sinn. Dann würde das da auch nicht passen. Joa, wenn das hier nicht passt, dann müssen wir das so lassen, wie es vorher war. So hier. Ich finde die Sprüche witzig, die jetzt neuerdings drauf haben hier im Vault. Ja, aber das soll doch nicht so rum. Das ist ja... Ach so, weil das untere Teil falsch rumgesetzt ist. Ja, warum haben wir das denn unten falsch rumgesetzt hier, bitteschön? So, jetzt. Das passt auch nicht. Und wir haben das untere Teil rausgenommen. Oh nein. Ja. Wie machen wir das dann hier? Ich meine, das müsste hier hinpassen. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht passen könnte.
Ja, wenn es so passt. Das hört so überall. Du weißt schon wen. Ich hoffe nicht. Wenn ich mir vorstelle, mit so einem Menschen im selben Ort. Ja, das wird schon schwierig. Ich habe immer das Gefühl, hinter uns ist der Boden hört auf. Wir sollten das hier oben mal alles auslegen, erstmal, damit wir nicht nochmal runterfallen. Ja, wenn das da hinten doch hinpasst, dort. Wenn dort eins hinpasst, dann brauchen wir doch dieses hier gar nicht. Ich meine, wenn das passt, dann muss das ja auch so passen hier. Ja, aber warum auch immer, so passt es nicht. Vielleicht stört die Wand da. Also nein, mit der Wand hatte das nichts zu tun. Na, wo sind unsere 17 Böden noch? Warum ein Leuchtturm? Hm? Erzähl mal, warum muss da ein Leuchtturm auf dem Bild sein? Das weiß wohl niemand so genau. Ja, aber jetzt müssen wir doch hier die Ecke reinbekommen. So ungefähr. Nein, 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 nein. Oder? Ja, hier schon. Hier wiederum nicht. Oh nein. Das Fenster war doch richtig rum gerade. Warum will das immer andersrum? Ja, hier jetzt auch. Ach so, weil die, ja, weil die Böden hier schon liegen. Mhm. Jetzt haben wir es, glaube ich. So könnte das hinhauen hier. Also gut, so klappt das also auch nicht. Hm. Werde ich beobachtet? Beobachtet ihr mich etwa? Ich hab euch im Blick. Ja. Okay, wie geht's denn hier weiter? Die da oben, die Steine sind schon wieder im Weg. Die Felsen sind im Weg. Wir kommen hier einfach nicht rum. Aber hier müssten wir doch jetzt ohne weiteres, ohne Probleme, müssten wir doch hier jetzt rumkommen. Ja, das hat doch sonst auch immer funktioniert. Moment mal, wenn wir, ja genau, wenn wir das hier angebaut bekommen und das sogar dorthin bekommen und dann dieses dorthin bekommen, dann können wir doch das hier rausnehmen und da hinsetzen, oder? Nein. Ich meine, man könnte es ja jetzt auch so lassen mit so einer Wand dazwischen. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge angucken müssen. Diese Folge ist schon am Ende. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und sage für euch Daumen hoch,
Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss.